Hier zeige ich euch jetzt einen echten Oldtimer. Ein Projektorkopf Typ Imperator der Firma Annemann für 35 mm Kinofilm. Was hier jetzt noch fehlen würde, wäre der Projektionssicht, das Lampenhaus, die Feuerschutztrommeln mit Filmaufnahmen und Friktion. Ja, aber wenn ich dieser Kopf hat überlebt. Das exakte Alter lässt sich leider nicht mehr ganz ausmachen. Dem Logo nach muss er zwischen 1917 und 22 gebaut worden sein. Weil im Jahr 17 wurden die Annemann-Werke gegründet und Annemann baute mit Krupp ab 22 Großprojektoren und verwendet ab da ein neues Logo. Also gehen wir im Jahr 2020 von gesunden 100 Jahren aus. Ob 60 von heute noch so alt werden kann? Ich glaube nicht. Hier vorne hat er eine 2 Flügelblende, die ja noch vor dem Objektiv und noch nicht im direkten Lichtstrahl sitzt, wie wir es von späten Projektoren kennen und in einem anderen Video schon gesehen haben. Die Vorderblende war wohl damals einfach zu realisieren. Ich vermute mal, dies wurde anfangs von den Wechseldiaprojektoren abgeleitet. Müssen wir jetzt weiter recherchieren. Es war zwar damals State of the Art, allerdings eine schlechte Idee, das Bild wegzuwaschen, statt den Lichtstrahl zu unterbrechen, wie wir es von den späteren Projektoren her kennen. Hierbei entstehen Unschärfen an der Flügelkante, Reflexion, Schatten. Das sieht man dann auch auf der Leinwand. Es gibt auch noch die Ausführung mit einer 3 Flügelblende, was er Flimmern bei Filmen mit recht niedriger Bildfrequenz reduzieren konnte. Die sieht dann im Vergleich so aus. Hat ja also dann auch eine Markierung, wo die Bildverschallung ist. Dann das Objektiv haben wir hier. Das ist ein Fixobjektiv und kann grob verstellt werden und dann hier nochmal für die Bildschärfe feinjustiert werden. Und hier vorne haben wir eine Kurbel, wie ihr schon gesehen habt. Mit der konnte man den eingelegten Film von Hand vortransportieren und notfalls, wie die Urfeder, die ganze Vorstellung lang für einen gut durchbluteten Arm sorgen. Die wird hier mit einer Klaue verbunden. Ich fahre da mal näher ran. Wird hier mit der Klaue verbunden und dann greift die hier rein. Und soll der Projektor von sich aus sich bewegen, wird es immer wieder ausgetrieben. Schon die Handgelenke, wie bei den Oldtimern, die man von Hand ankurbeln musste. So, rückseitig ist dann eine Riemenscheibe für den Antrieb über zum Beispiel Elektromotor. Die Riemenscheibe ist gleichzeitig eine Schwungmasse für einen gleichmäßigen Filmtransport. Am Projektionstisch wurde dann früher unten drunter ein Motor angeflanscht, über einen großen Riemen verbunden und hat dann den Motor angetrieben. Mit verschiedenen Übersetzungen konnte man darüber dann auch recht einfach verschiedene Projektionsgeschwindigkeiten realisieren. In dem Gehäuse dahinter ist das Malteserkreuz verbaut. Davor haben wir den Anschluss. Seht ihr, wenn ich hier drehe, der dreht sich mit. Hierüber ging es über eine Welle an die untere Friktion, wo der Film dann aufgewickelt wurde, der hier durch den Projektor gelaufen ist. Sieht auch die ganzen Caption hier. Das kennt man ja auch nur noch aus alten Filmen. Die Projektoren von damals hatten noch keine Zentralschmierung und so muss man jedes bewegliche Element, Kurbelantrieb, das Malteserkreuz selbst, Schaltrollenwelle vorne und hinten,
Hier oben die Antriebswelle. Es musste alles einzeln geschmiert werden. Das durfte man dann zwischen und vor und nach den Vorstellungen immer wieder kontrollieren. Da musste man noch ein bisschen was leisten im Vorführraum. So, dann haben wir hier vorne dieses große Rad, was euch schon die ganze Zeit in den Monitor sticht. Das ist das Verstellrad für den Bildstrich. Hier wird die komplette, schaut mal, das komplette Laufwerk schon grenzwertig, ne? Das komplette Laufwerk am Projektorkopf hoch und runter verstellt. Das dürfte für also der Weg, der dürfte gut zwei Bilder ausreichen zum Verstellen, aber dann projiziert man hier vorne ins Blech und das ist, glaube ich, nicht so gut. Hier wird also nicht die Position des Malteserkreuz verändert, also Malteserkreuz selbst in sich gedreht, die ganze Einheit um die Achse, um die Ausgangswellenachse, um den Bildstrich zu verstellen, damit auch das Timing zu verändern, sondern der komplette Antrieb wird hier hoch und runter gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es hat ja funktioniert, ne? Aber hier die Filmbühne, der Durchlauf vom Film. Der Durchlauf vom Film. Hier gibt es dann, na, kriegt man es raus. Aha, das ist schon eine Maske für Tonfilm. Man sieht es hier. Hier diese Verbreiterung. Und so dünn wäre es bei Stummfilm, wo dann das komplette Bild verwendet werden kann. Die komplette Fläche. Und hier wird ja dann für den Tonfilm abkaschiert. Und dann hat man nur noch diesen Bereich für ein Bild. Sollte man auch immer sich die Vorstellung reinigen. So, wieder reinsetzen. Hier vorne haben wir Kufen. Die sind hier aus Metall. Und hier sieht man auch nochmal, wenn ich hier den Bildstrich verstelle. Das fällt schon fast unten raus. Ja, nach 100 Jahren immer noch leichtgängig. So. Hier. Ich versuche mal einen Film einzulegen. Das sei der ganz toll. So, da der Projektor hier noch kein Tongerät besitzt, würde der Film dann so rauslaufen. Ihr seht, Polyestermaterial aus den 90ern in einem Projektor von vor 100 Jahren. Die Schlaufe oben könnte man kleiner machen. Die unten vielleicht größer, wird es auch leiser. So, hier haben wir jetzt keine solche Blende, wie wir sie schon gesehen haben, die man automatisch oder manuell öffnet, wenn das erste Bild auf die Leinwand projiziert werden soll oder der Film vorbei ist, man macht die Blende zu. Das wurde hier zwischen Projektor und Lampenhaus realisiert. Da hat man auch die Feuerschutzklappe. Und da der Film damals so hochentzündlich war, hat man hier eine automatische Blende eingebaut oder Klappe, die zwar nicht über Fliehkraft, aber über eine Friktion, seht ihr, wird hier mitgenommen, wenn er sich dreht, und sollte eigentlich, ist ein bisschen verharzt, und sollte eigentlich dann zurücklaufen, wenn der Projektor zum Stillstand gekommen ist. Zeigen wir es nochmal von vorne. Achtet auf die
Klappe, Blende, was auch immer. Zack, geht's auf. Und so soll sie danach wieder zugehen. Ja. Nach 100 Jahren verzeihen wir sowas. So, was uns jetzt noch fehlt, um einen Film zu projizieren, abgesehen vom Film und Licht, Ton. Machen wir hier ein kleines bisschen Platz. Da hätten wir ein klassisches Tongerät, wie man es in vielen, vielen Vorführräumen auch noch bis zum Ende der Analogzeit vorfand. Wir haben hier wieder unsere Bremse. Eine Gummirolle, die den Film andrückt. Eine Feder für die Spannung. Die ist jetzt auch... die Mahnschraube ist lose. Drückt hier den Film an, wird gebremst. Hier wäre die Schlaufe. Wir legen gleich mal den Film ein, läuft hier rum. Und die Schwungmasse. Das Lager macht Geräusche. Von wann ist das? Aus den 50ern. Läuft hier dann durch die Spaltoptik. Hier ist eine Glühbirnenlampe drin. Können wir hier entnehmen. Über einen Ausgleich in der Feder. Soll hier dann doch nochmal der Film zu unruhig laufen, auch beim Anschlaufen, beim Projektor, beim Auslaufen, kann diese Rolle hier unten das Ganze nochmal ein bisschen kompensieren, ausgleichen. Läuft hier raus und dann über die Transportrolle raus auf die leere Spule nach unten oder Filmteller, was auch immer. Und hier haben wir eine Selenzelle. Ja, da gibt es aber kein Teardown. Das ist also eine Röhre, die auf Licht reagiert, wie eine Fotozelle, und das Ganze dann an den Vorverstärker weiterreicht. So, was haben wir hier hinten? Oh ja, da mache ich Dominik jetzt eine echte Freude. Schönes, sicheres Kabel. Ihr hört's? Brüchig. Hier. Das ist eine abgeschirmte Leitung von damals. Also RG213 ist da noch dünn dagegen. Sehr dünner Innenleiter, viel Gummi, starke Abschirmung. Ja, und das Gummi ist noch. Ja, auch der Schlauch hier außen ist noch schön flexi, Gummi. Gute Mischung. So, legen wir doch nochmal unseren Filmstreifen ein. Wir schauen auch mal nach dem Abstand zwischen ersten Bild und Ton. Nochmal unseren nummerierten Filmstreifen einlegen. Schlaufe in der Flucht liegt. So, was machen wir mit dem? So,
Ja, Schlaufe passt und wir haben 21 Bilder. Bild 1. Na, wie kommen wir da hin? 21. Sieht auch nochmal alles vom Nahen. Ja, es verrutscht dann. Aber Demonstration Praxis, dafür reicht es aus. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne drunter posten. Ansonsten bis zum nächsten Mal.